Leier. Mehr möglich. Das Gerüstsystem. Innovation. Höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dafür steht Leier seit über 60 Jahren. Kunden schätzen die Langlebigkeit der Produkte, die durch erstklassige Verarbeitung hochwertiger Materialien garantiert wird. Die Leier Fahrgerüste und Leitern. Sie sind konkurrenzlos wirtschaftlich, einfach im Handling und sicher bis in große Höhen. Die Fahrgerüste von Leier. Weniger Einzelteile, die universell passen und individuell eingesetzt werden können. Alle Teile sind aus Aluminium und damit leicht montierbar und handlich. Nicht zuletzt zu erwähnen ist die hohe Standfestigkeit der Leier Fahrgerüste. Das schafft Sicherheit, unerlässlich für konzentriertes Arbeiten. Die EU-Richtlinien zur Verbesserung der Arbeitssicherheit sind Auslöser für zahlreiche Verordnungen in den europäischen Mitgliedsländern. Diese Gesetze sorgen für mehr Rechtssicherheit, bedeuten aber auch ein höheres Maß an Verantwortung, auch für Nutzer von Fahrgerüsten. Sie sind verpflichtet, Gefährdungen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu erkennen und zu bewerten und daraus geeignete Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Leier drei Alternativen. Für kollektiven Schutz der neue Leier Sicherheitsaufbau P2 oder das Leier Montagesicherungsgeländer. Für individuellen Schutz die Montage mit PSA, der persönlichen Schutzausrüstung. Leier empfiehlt den neuen Sicherheitsaufbau P2. Das Montageprinzip ist genial einfach. Die jeweils obersten Rückenlehnen werden bereits vor dem Aufstieg in die nächste Lage angebracht und bilden so einen vorlaufenden Seitenschutz. Durch den Aufbau ergibt sich ein optimaler Abstand von 2 Metern zwischen den Böden. Die einzelnen Arbeitsschritte zeigen wir am Beispiel Leier Unistandard P2 Fahrgerüst. Mit dem Einstecken der Lenkrollen in die Fahrbalken beginnt die Montage. Nach dem Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern sind die Lenkrollen gegen das Herausfallen gesichert. Die lotrechte Ausrichtung erfolgt über die Gewindespindeln. Nun werden die Standleitern aufgesteckt. Hier sind 2 Varianten möglich. Je nach gewünschter Arbeitshöhe werden in der ersten Lage 1 Meter hohe Standleitern oder 2 Meter hohe Standleitern verwendet. So können alle Arbeitshöhen bis maximal 13,60 Meter realisiert werden. Im Beispiel soll die Arbeitshöhe 6,50 Meter betragen. Also werden für die erste Lage Standleitern von 1 Meter Höhe verwendet. Nach der Sicherung mit Federsteckern wird die Montage mit 2 Meter Standleitern fortgesetzt. Nach Anbringen der ersten Standleiter wird die zweite Standleiter mit dem Unimontagehaken in Position gebracht. Danach werden 2 Rückenlehnen an den obersten Sprossen befestigt. Jetzt kann die Standleiter aufgesteckt werden. Nun wird der erste Boden an der 8. Sprosse eingesetzt. Gesichert durch die beiden Rückenlehnen kann jetzt der Aufstieg und die Montage der nächsten Standleitern erfolgen. Auch hier wird zuerst nur eine Standleiter aufgesteckt, während die zweite mit dem Unimontagehaken so positioniert wird, dass die nächsten Rückenlehnen angebracht werden können. Auf der Arbeitsplattform werden abschließend die Bordbretter montiert. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Entfernen der Bordbretter und der mittleren Rückenlehnen und Ausbau des Bodens von der darunterliegenden Lage aus. Hierzu werden einfach die roten Einrastklauen gelöst und der Boden auf die Sprosse gelegt. Nun können die gegenüberliegenden Klauen gelöst und der Boden ausgehoben werden. Für die Demontage der obersten Rückenlehnen wird, genau wie beim Aufbau, zuerst eine Standleiter ausgehoben und mit dem Unimontagehaken so fixiert, dass die Rückenlehnen gelöst werden können.
Eine Rückenlehne dient nun zum Öffnen der Einrastklauen der obersten Rückenlehnen. Genau in dieser Reihenfolge werden auch die verbliebenen Lagen demontiert. Das zweite Beispiel zeigt den Aufbau des Uni-Standard-Fahrgerüstes bei einer Arbeitshöhe von 7,50 Meter. Hier beginnt der Aufbau der ersten Lage mit 2 Meter hohen Standleitern. Nach Anbringen der ersten Standleiter wird die zweite Standleiter in Position gebracht, aber noch nicht aufgesteckt. Danach werden die zwei Rückenlehnen an den obersten Sprossen befestigt. Jetzt kann die Standleiter aufgesteckt werden. Die obersten Rückenlehnen übernehmen nun die Funktion des kollektiven Seitenschutzes auf der nächsten Lage. Nun werden zwei Diagonalen montiert und der erste Boden an der vierten Sprosse eingesetzt. Gesichert kann der weitere Aufbau jetzt analog zum ersten Beispiel fortgesetzt werden. Beim Aufbau mit Gerüststützen werden die Standleitern direkt auf die Lenkrollen gesteckt. Montiert werden die Gerüststützen an den Holmen der Standleitern. Gegen horizontales Verdrehen schützt die Verdrehsicherung. Ein sicherer Aufbau kann auch beidseitig mit dem Montagesicherungsgeländer, kurz MSG, gewährleistet werden. Jeweils vor dem Aufstieg wird das MSG einfach nach oben versetzt. So ist die nächste Lage gesichert. Eine weitere Alternative ist die Personensicherung mit PSA. Hier ist zu beachten, dass der Anschlagpunkt mindestens 1 Meter über der Standfläche des Benutzers liegt und gleichzeitig der Freiraum unterhalb der Standfläche mindestens 5,75 Meter beträgt. Je nach Gerüsttyp und Aufbauform ist aus statischen Gründen eine Ballastierung erforderlich. Mit den Ballastgewichten von Leier geht das einfach, schnell und sicher. Die Bestimmung von Ballastmenge und Positionierung erfolgt entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung. Die Fahrgerüste von Leier. Die Montage gewohnt einfach und jetzt noch sicherer. Der neue Leier Sicherheitsaufbau P2. Wirtschaftlich, zukunftssicher und den gesetzlichen Anforderungen entsprechend. Eben typisch Leier, Ihr Partner für Sicherheit beim Gerüstbau. Leier, mehr möglich.